Ein neuer Tag im Stardew Valley, in dem wir jetzt hier herum let's playen. Hallo, hallo. Ich hab Bock, aber überhaupt gar keine Zeit. Aber ich wollte unbedingt nochmal wieder eine Runde spielen. Für euch ist das ja immer nicht ersichtlich. Ich habe quasi alle Stardew Valley Folgen, die es bisher gibt, 15 oder so, das waren 2 Abende, die ich das gespielt habe, 2 oder 3. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, das Problem ist, je mehr ich am Stück spiele, desto schlechter kann ich ja auf eure coolen Kommentare und Sachen reagieren. Morgen wird's sonnig, heute regnet es offensichtlich. Und ja, jetzt ist es kurz vor den was sind das hier? Osterferien in NRW. Oh, und? Very happy sind die Spirits today. Kurz zu den Osterferien, und ich habe ja schon öfter mal von meinem Job erzählt, und das ist in den Ferien immer, wir machen das mal aus, wegen Feuergefahr. In den Ferien immer viel zu tun. Ich habe da 2 große Projekte, jeweils 4 Tage am Stück. Bernd, bist du's? Sitzt du hier im Busch? Busch, Bernd? Und da habe ich erfahrungsgemäß immer sehr viel zu tun. Also nicht nur erfahrungsgemäß, ich weiß das, weil ich bin für 2 größere Projekte, wie soll ich sagen, gebucht quasi. Ich bin erst 4 Tage im schönen Karst bei Köln. Und dann hier 2 in Bielefeld. Ah, da könnte ich vielleicht sogar was machen. In der 2. Ferienwoche mache ich vielleicht tatsächlich noch was. So, soviel zum Geplänkel. Was ist los auf dem Bauernhof? Bla bla, Mutti. Ah, Mutti ist aber echt... Das ist aber nett. Mutti hat einen Umschlag gefunden, in dem Opa uns 500 Gold geschenkt hat. Das ist aber lieb, Mutti. Wir haben fast so viel Geld dafür gekriegt, dass wir deine Kekse verkauft haben. Sorry. Ja, Geilon. So, wie kriegt man eigentlich diese Pömpel hier weg? Das würde mich auf Dauer noch interessieren. Warum habe ich keine Axt dabei? Das ist ein Skandal. Es regnet. Was machen wir heute? Und, ach so, was ich eigentlich noch sagen wollte. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, jetzt ein Let's Play zu machen. Aber ich habe so Bock. Und ich habe so viel Quatsch gemacht irgendwie die letzten Tage. Und das müssen wir mitnehmen. Also viel gearbeitet und so. Und ich wollte so gern noch was aufnehmen. Ich muss aber in 40 Minuten mich ins Auto setzen und nach Gescher fahren. Meine Elternladen, die ich da moderiere und wo ich da mit den Eltern Spiele spiele. Sehr cooles Format von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ja, das steht auf jeden Fall noch an. Hatte ich das denn dabei? Wollte ich das wegschmeißen? Stimmt, ne? Soll ich das verkaufen? Ach, mein vor einer Woche ich, was das wieder alles gemacht hat, ey. Und ihr sitzt da, ihr guckt das ja immer. Nicht Essen da reintun. Ihr guckt das ja immer schön am Stück weg und denkt euch, was das für ein Idiot. Für mich ist dazwischen ja immer ganz viel Zeit vergangen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen kann ich diese Folge auch nicht so hart überziehen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Außerdem habe ich neue Grafikeinstellungen ausprobiert. Ich habe jetzt die Beleuchtung auf hoch gestellt. Das kam mit dem letzten Patch. Muss ich hier rein? Nein, was habe ich denn jetzt eigentlich vor? Wir wollen... Wie ist denn unser Lehmvorrat? Wir wollen doch mal langsam in die Viehzucht kommen. Wir brauchen 3 Clay. Okay, wie sieht's mit Quests aus? Was willst du? Eine Anchovy. Wo soll ich denn jetzt eine Anchovy herkriegen? Wurstgesicht. Ja gut, das hatte ich dann letztes Mal wahrscheinlich schon festgestellt, ne? Ja, wir müssen dann uns mal überlegen, was wir mit unserem Geld machen wollen, ne? Weil jetzt... Das haben wir übrigens... Ich kann jetzt ja das erste Mal wieder ein bisschen auf Kommentare eingehen auch. Es gibt ja ein paar sehr aktive Kommentatoren, die mir das Spiel auch ein bisschen näher bringen. Bei Sachen, die ich vielleicht verchecke. Ich verchecke ja nie was, aber und da kam es ja auch drin vor, das habe ich ja auch selbst schon rausgefunden. Ach so, ihr seid ja auch noch gar nicht auf dem neuesten Stand. Merke ich gerade. Also jetzt, wenn ich diese Folge sende, schon. Aber jetzt, wo ich die gerade aufnehme, sind noch 2 oder 3 Folgen in petto. Egal. Auf jeden Fall habt ihr da nett kommentiert und unter anderem, was ich in den Folgen dann ja auch rausgefunden habe. Hier ist das Museum, das ist falsch. Mit den Jahreszeiten, dass die Sachen dann down, wollte ich gerade sagen, dass die dann halt kapotzki gehen. Wenn ich jetzt Frühlingssachen anpflanze und es wird dann Sommer, dass das dann nicht mehr so richtig funktioniert. Das hatte ich mir ja tatsächlich schon gedacht. So, kurz die Geoden hier kaputt hauen. Gibt's. 5 Copper, okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Jamborit, Hallöchen. Okay, dann bringen wir dem das doch gleich mal in sein Museum. Es wird nämlich, wie ich finde, auch mal wieder Zeit für eine neue Belohnung. Also ich lese die Kommentare und ich antworte hier eigentlich auch immer drauf. Und ich versuche das jetzt auch mal ein bisschen zeitnaher zu machen. Aber das Spiel macht so viel Spaß, dass ich immer so viel am Stück aufnehme. Das kommt hier zu unserer Mineraliensammlung. Keine Belohnung? Ex-Pfeife.
hätte ich auch gerne mal eine Statue von mir, ne? Die zeigt, dass ich hier der geile Spenderino bin. Ich bin da ja sehr bescheiden. Ja, was hatten wir denn? Also die ganzen Übersetzungen und so, das habt ihr in den Kommentaren geschrieben, sehr geil. Dann das mit den Würmern hat tatsächlich auch noch jemand geschrieben in den Kommentaren, was ich dann ja auch rausgefunden habe. Das finde ich ganz witzig. Momentan. Würmer! Give all the worms. More worms. Das hier, kein Holz. Was ist denn das denn? Eine Idee? Warum gibt es hier keine Würmer? Wir brauchen doch dieses Zeug. Kommen die im Regen nicht raus? Die heißen doch Regenwürmer. Ah, Möwen! Okay. So, erstmal, ich wollte das hier jetzt noch gerade nochmal abfarmen. Wie gesagt, seht das mal so ein bisschen als Zwischenfolge, wo ich mich selbst mal wieder ein bisschen orientiere und mit mir klarkomme. aber was ja, was auch nochmal jemand gesagt hat. Ah! Da ist wieder der Typ, der mir creepy Sachen verkaufen will. Ja, du hast das Amulett, aber ich bin noch nicht ready, okay. Das ist doch ein Skandal. Eine Koralle nur. Also, heute will das Spiel aber... Ja, wir müssen uns mal überlegen, was ich denn auch mal ausbaue, ne? Also Minigame... Oh nein, ich will auf jeden Fall den Schatz. Hä? Oh nein, jetzt habe ich den Fisch verloren, weil ich den Schatz versucht habe zu fangen. Ich Wurst. Und habe mich selbst in meinem Gedankengang völlig unterbrochen. So ein Dreck. Das Angel-Minispiel ist echt tough. Probiert das mal selber aus, dann wisst ihr, was ich meine. Jetzt beißt natürlich keiner wieder mehr drinne. Ich raste aus. Ein Skandal. Ach schön, ich darf gleich 2 Stunden auf die Autobahn. So, jetzt gibt's auch keinen Schatz. Was ist denn mit dir los, du Fisch? Was hast du denn für ein Problem? Du willst mich doch trollen, ich sehe das doch. Boah, es ist so schwer! Okay. Danke. Nein! Okay. Das Spiel möchte mich tatsächlich doch als Spieler behalten. Die Anchovy ist ja ein Fisch. Habe ich das nicht letztens noch gesagt, dass ich aus amerikanischen Serien und Filmen Anchovy-Pizza kenne? Das ist ja abgefahren. Ich mache das jetzt hier einfach zwischendurch mal random. Wie viel... Okay. Mal wieder Franz im Glück, was? Ja, jetzt müssen wir nur rausfinden... Wer ist denn wohl Elliot? Emily Haley, Jody kennt Sam, Caroline... Evelyn, Mayer... Och nee. Ja, Tent. Okay, wenn ich es nicht überlesen habe, was natürlich auch sein kann. Haley, Jody kennt Sam. Okay, dann müssen wir mal kurz hier in unsere Liste gucken. Elliot ist... Das ist der Pirat! Oder? Der Pirat! Den treffen wir doch immer. Hallo? Ja, toll, okay. Das, ja. Also, das habe ich schon mal rausgefunden. Das ist der oder die Pirat. Ja, Crap. Wo hängt denn der wohl rum? Hat der einen Job außer Pirat sein? Schwierig, ne? Was geht hier bei Pierre ab? Guten Tag. Irgendwas? Achso, das ist hier der neue Rucksack. Das hatte ich schon geguckt. Ja, 10.000. Alter Lachs, könnten wir uns leisten. Brauchen wir aber gerade nicht, finde ich. Okay, das ist jetzt ja unser Jahr ist ja bald zu Ende. Ich wollte nur gerade mal gucken. Das ist ja, also so ein Baum ist natürlich schon ganz geil, ne? Aber da muss ich noch rausfinden, wann das sinnvoll ist, die zu pflanzen. Hallo! Hallo, guten Ute. Ja, die frische Bergluft, die ist wirklich mega. Ist hier zufällig der Herr Pirat? Haha! Oh nein! Ja, okay, ich dachte, ich könnte da so reinrennen. Ich will doch immer noch Sachen klauen. Nee, hier ist kein Pirat. So, was unternehmen wir denn dann heute noch Spannendes? Wir müssen auf jeden Fall noch rausfinden. Wir brauchten Lehm auf jeden Fall ja für... wir wollen ja Viecher züchten, ne? Und da brauche ich ja ein Silo.
Das hatte auch jemand noch in die Kommentare geschrieben. Das hatte ich mir scheinbar ganz richtig gedacht. Wieso sind denn heute keine Würmer am Start? Das ist ein Skandal. Ich bin schwer empört. Heute ist eine Rumrennen-Folge. Also das hatte ich... Nee, jetzt ist... Moment. Bin ich hier... Hier bin ich, glaube ich, gerade falsch gelaufen. Aber vielleicht... Die auf dem Boden können ja auch... Wir müssen ja heute zum Glück nicht gießen. Deswegen haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. So, was habe ich denn jetzt alles für Sachen angefangen? Wir brauchen hier Lehm, ne? Also Ton. Ja, im Grunde Lehm hier in der alten Spielwelt. Clay halt. Um unseren... Ach genau, das Silo. So, sorry, ich bin in Gedanken schon irgendwie halt bei der Arbeit. Wirklich ist das. Nur für euch bringe ich das ein. Und um mich... Hallo? Jetzt treffe ich dich immer, oder was? Rennst du nur... Emo, Bernd, Sebastian, Drecksnase. Weißt du, erst versteckt er sich wochenlang, der rennt wahrscheinlich nur im Regen rum. Ich würde es dem Spiel tatsächlich zutrauen. Emo Bernd ist halt immer so traurig wegen allem, dass er halt nur im Regen rausgeht. Hallöchen. Warte mal kurz gucken, was das hier alles kostet. 10.000 würde das kosten und 450 Holz, unser Haus auszubauen, okay? So, hier könnten wir... Das ist ja gar nicht so teuer. Dafür brauchen wir aber Wood und Stone. Das Ding brauchen wir. Dafür brauchen wir 10 Clay. Was haben wir? Den Rest haben wir. Das ist alles überhaupt kein Problem. Oh, wir können ein Pferd haben! Hardwood? Hardwood und Iron. Okay, da müssen wir natürlich mal gucken, wie man da so drankommt. Ja, würde ich sagen, gibt es erstmal Hühner, ne? Aber wir brauchen auf jeden Fall Wood, Stone, Geld und halt eben Clay. Weil, das wollte ich eben sagen, das mit dem Silo, das hatte ja jemand noch geschrieben, dass ich da gar nicht so falsch lag. Aha! Komm schon! Brauchten wir auch noch Wood eben? Ich hab's jetzt, ich hab gerade geguckt und hab's schon wieder vergessen, ich bin so ein Trollo. Dass das mit dem Silo auf jeden Fall funktioniert. Oh no, you're so soaked. Ja, ich bin ganz nass geworden. Es tut mir leid. Also, warum tut es mir leid? Also, dir soll es leid tun. 100 Stein brauchen wir noch und 10 Clay. Also, 100 Stein, 10 Clay. 100 Stein könnten wir fast sogar noch irgendwo rumliegen haben, ne? Oh, was machst du denn hier? Bist du nicht in deinem Zelt? Ach so, du... Ach, der duscht! Ach, das Spiel ist schon cool. Oder? Ich finde das witzig. Er ist ja der arme Einsiedlermann. Diese Altäre zu bedeuten haben, weiß ich auch immer noch nicht. War auch ganz spannend. Eine Zuschauerin, deren Nickname ich jetzt wieder vergessen habe gerade, weil er ein bisschen lang war und ganz viele Zeichen drin waren, hatte ja gesagt, dass sie ein Problem hatte mit ihrem Community Center. Und hilfsbereiter Helfe-Franz, der ich ja bin, habe ich mir das dann mal angeguckt. Man kann ja bei Steam bei anderen Leuten zugucken. Einfach, ne? So quasi so spectaten. Und das habe ich dann mal gemacht. Hut ab! Das sah schon ein bisschen anders aus als bei mir. Das war schon ganz abgefahren, was die alles an Kram hatte. Ach, du bist hier wieder der Kollege. Jetzt geht hier alle saufen, oder was? Die hatte eine Menge Zeug und da hat sich dann rausgestellt, das hatte ich ja auch in einem Kommentar drunter geschrieben. Wir suchen gerade den Piratenmann übrigens. Der natürlich nicht hier ist. Yay, wir kommen der Sache näher. Eins noch, oder? Wenn man sich zu sehr mit dieser Firma oben einlässt, musste ich dann halt schnell googeln, weil ich ihr auch helfen wollte, dann verändert sich das Lagerhaus. Rup. Oh, Elliot, wo ist denn... Das kann doch nicht sein. Wir brauchen noch einen Clay und den blöden Piraten. Wo hängt der denn wohl ab? Ich merke schon, das wird wieder so eine Folge, wo ich später ganz viel lernen muss. Also wo ich dann später die Sachen beenden muss, die ich hier alle anfange und nicht zu Ende erzähle. Okay, wo würdet ihr rumhängen, wenn ihr ein Pirat wärt? Morgen haben wir ja auch gar keine Zeit für noch einen Clay-Ausflug, deswegen wäre das sehr schön. Wenn jetzt hier mal irgendwo Clay rauskäme. Quatsch gefarmt, ey.
Den ganzen Strand gleich umgegraben. Möwe. Apropos Möwe. Möwe noch ein. Aber zu Hause bist du nicht, ne? Da finden, also ich meine, da haben wir schon so viel Glück und fangen so eine dämliche Anchovy. Ach komm, eins noch. Oh. Wo hängt der Pirat rum? Der die Pirat. In. Vielleicht im Saloon. Die trinken noch gerne. Schade. Shane, du bist auch echt zu cool, ne? Heute ist ein guter Tag, in den Minen rumzuhängen. Ja, toll. Harvey. Willy. Ich will mal zwischendurch mit den Leuten quatschen. Vielleicht bringt's ja was. Oh, Pam respondet nicht. Was ist mit Pam los? Du dekorierst gern deine Bude. Okay. Die Mucki ist auch cool, ne? Ach, Mann, ey. Da finden wir schon die... Ah! Sag mal, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Emo Bastian? Ohne Flachs. Erst versteckst du dich wochenlang vor mir. Und dann tauchst du einfach immer wieder auf. Du bist mir vielleicht eine Wurst. Strafe, heirate ich dich vielleicht einfach. Dann musst du die ganze Zeit Frondienste auf meinem Bauernhof leisten. Oh, jetzt fühle ich mich exhausted. Toll. Hallo. Hallo. Ach so, das ist übrigens neu. Ich kann jetzt scheinbar auch rauszoomen. So ist die normale Spielansicht, ne? So, machen wir ein bisschen raus, sehen wir ein bisschen mehr. Oder? Vielleicht übersehe ich dann auch mehr. Okay, der komische Verkäufermann, der Dinger hat, die er mir noch nicht geben will. Er ist nicht da. Och Mann, das regt mich auf mit dem blöden Piraten. Ich darf mich auf keinen Fall sluggisch fühlen, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Och, wie ärgerlich, ey. Da fängt man schon so eine blöde Anchovy. Ich meine, was sind die Otten, ne? Es gibt doch bestimmt ganz viele verschiedene Fische. Weil genau zum richtigen Zeitpunkt da war. Aber wir haben den doch immer unten an der Brücke und an dem Weg getroffen, den alten Piraten, ne? Du bist wieder der coole Boy, ne? Ja. Ihr müsst ja irgendwann auch mal nach Hause gehen. Hallo. Das ist wieder Willy, der Angelmann. Wir lauern jetzt hier einfach. Irgendwann muss er doch auftauchen. Da geht es mir jetzt auch eher ums Prinzip. Ich glaube, so viel kriegen wir dafür ja gar nicht. Getting late. Oh, wir haben nur noch 2 Stunden. Okay. Ist der reinste Skandal. Leute, es ist ein Skandal. Müssen wir, glaube ich, auch mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Hallo? Das ist hier die Schreinerine, ne? Oder? Ich bin noch nicht so gut im Leute... Im die Leute erkennen. Toll, ey. Weißt du, erst macht er hier so einen großen Request, ey, und dann... Also es ist ja schön, dass die Leute einen Tagesablauf haben und nicht so statisch vor ihren Hütten stehen. Was ja auch total unrealistisch ist. Das finde ich bei anderen Spielen halt auch mitunter doof. Aber das ist jetzt ein bisschen ätzend so, ne? Dass ich das nicht irgendwie bei seinem Haus abgeben kann oder sowas. Ja, ist schon cooler, oder? Ja, wenigstens noch eine Koralle gefunden. Und 2 Clay. So, dann können wir auch gleich mal gucken, was unser Steinstand ist. Ach, Steine haben wir genug. Geil. Wir haben 1 Hardwood. Wir haben eben gesehen, dass wir davon viel mehr brauchen. 1 Clay brauchen wir noch, liebe Freundinnen und Freunde. 1 Clay. So, die Anchovy, die können wir mal behalten, falls wir den Johnny noch finden. Aber heute ist dann ja eigentlich... Und natürlich jetzt noch unser Glück versuchen. Dass wir uns sluggisch fühlen. Da, die Ho. So, es schrubbt noch jemand Schwert und Pickaxe nebeneinander zu tun, wäre sinnvoll im Dungeon. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann geht's nicht mal! Okay, jetzt bloß nicht ohnmächtig werden. Ja, das war ein gemischter Tag. Ich habe total viel Zeug erzählt irgendwie. Wollte mich doch nur ein bisschen entspannen vor der Arbeit.
So, egal, wir gehen jetzt trotzdem schlafen. Dann wäre auch ein Speicherpunkt. Dann mache ich diese Folge ein bisschen kürzer. Vielleicht veröffentliche ich die dann mit einer anderen zusammen. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Weil, wie gesagt, produziere ich jetzt ja auch schon ein bisschen vor für die Ferien. Nein! Are you shitting me? Ich raste aus. Das kostet uns 50 Mark, dass wir neben unserem Bett ohnmächtig geworden sind, weil ich gerade noch eine Abmoderation machen wollte. Also, hier wollte das Spiel uns aber ein bisschen trollen auch, ne? Eieieiei, ich wittere einen Skandal. Einen mittelschweren Skandal möchte ich euch hier kurz ankündigen. Das hat uns jetzt 50 Mark gekostet. Zum Glück sind wir sehr reich. Wehe, es hat mehr gekostet. Das möchte ich in diesem Fall jetzt bitte noch überprüfen. Ein Brief vom Arzt? Okay. Weil ich vielleicht im Haus war, oder was? Wisst ihr das? Ich habe jetzt leider auch nicht richtig aufgepasst. Also, im Video können wir das ja dann nachvollziehen. Ja, trotzdem, liebe Freunde, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich kann jetzt hier die Folge leider nicht viel weitermachen, weil alles, was ich jetzt machen würde, ist ja dann weg, weil es ja nicht gespeichert wird. Also, ne, es wird ja immer nur, wenn ich schlafe, gespeichert. Und ich will ja keinen Tag verschwenden. Nur weil ich, ja, es ist jetzt auch weg hier. Es war ein Skandal. Ich will keinen Tag verschwenden und eher schlafen gehen, nur damit ich jetzt noch 5 bis 10 Minuten in dieser Folge weitermachen kann. Ist, wie gesagt, eine kleine kurze Zwischenanekdote gewesen. Dann wisst ihr auch mal, was ich so mache zwischendurch. Auch, ne, wenn euch noch Fragen einfallen, das ist immer, ich will demnächst mal wieder so ein Fragenbefranzwortungsvideo machen. Wenn euch was einfällt, fragt einfach in den Kommentaren am besten und erinnert mich regelmäßig dran, dass ich das noch nicht beantwortet habe. Auch wenn ihr früher mal Fragen gestellt habt, die ich vielleicht vergessen habe oder so, dann macht mich ruhig nochmal darauf aufmerksam oder sammelt Fragen oder so. Wie auch immer, ich muss jetzt los, die Autobahn wartet. Ich danke euch fürs Zugucken und bis gleich. Ne?